Die Pause ist sicherlich etwas gewesen, was uns gut getan hat, uns allen. Und deswegen freuen wir uns jetzt einfach auf einen sehr, sehr interessanten Rückrundenstart gegen eine Top-Mannschaft in einem Top-Spiel. Und ich würde am Samstagabend ins Stadion gehen. Es ist die zweitbeste Mannschaft Deutschlands im Augenblick. Vollkommen zu Recht. Haben, glaube ich, seit 13 Spielen mit Pokal eingerechnet nicht mehr verloren. Spricht eine klare, deutliche Sprache, eine Mannschaft, die nicht so einfach zu besiegen ist. So wie es aussieht, haben wir bis auf Emil und Heisti alle Spieler einsatzfähig. Timo ist natürlich schon so, dass er sehr, sehr lange Zeit jetzt weg war und die ganze erste Woche der Vorbereitung nicht mitmachen konnte. Das ist natürlich nicht optimal. Dadurch waren es insgesamt fast 3 Wochen Pause. Ob das jetzt schon Sinn macht, ihn da von Anfang an reinzuwerfen, weiß ich nicht. Aber er ist auf alle Fälle im Kader mit dabei. Vielleicht bringe ich ihn dann im Laufe des Spiels. Das ist sicherlich eine Option.